Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren schnellen Platin. Das Ganze machen wir hier mit 112 Seed. Das Game gibt es zwar schon seit ja, mehr als einem Jahr, einem guten Jahr, war aber bisher immer nur die PS4-Version und seit 7 Tagen gibt es jetzt die PS5-Version für 4,99 € im PSN Store zu kaufen. Wenn ihr beide Versionen haben wollt, müsst ihr das Ganze separat kaufen, ja, also für PS4 und PS5 je 4,99 €, also zusammen 10 €. Hat 4 Stacks, das Ganze könnt ihr dementsprechend achtfach platinieren. Aber denkt bitte dran, ihr müsst das Ganze separat alles einkaufen. Ja, also USA, Japan und Asien. Ja, und bei uns natürlich in Europa. Und ja, ich werde jetzt mit euch mal hier die neue Version, also PS5-Version, werde ich mal mit euch platinieren, wie das Ganze funktioniert. Werde ich euch natürlich jetzt zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Guide und let's go. So, ich mache mal gerade eben die Kamera noch mal da hoch. Das ist noch von dem Game eben. Ein bisschen weiter nach unten. So. Sollte so passen, denke ich mal. Das Ganze ist hier ein Puzzle-Adventure-Game. Ja, also eigentlich relativ simpel und easy. Ja, macht echt Spaß. Ja, das Ganze hat übrigens insgesamt 70 Level. Wir müssen allerdings für die Platin nur 30 Level hier absolvieren, dann ist das Ding hier schon durch. Ich denke mal, wir brauchen dafür 20 bis 30 Minuten, würde ich mal grob schätzen. Je nachdem, wie gut wir hier durchkommen. Hep. So, Ziel ist es natürlich immer da reinzukommen, da gibt es schon die erste Trophäe für. So, hier den Wassertropfen da rein. Dann hier mit Kreis, ja, können wir die Pflanze zum Wachsen bringen. Und dementsprechend müssen wir das quasi jetzt in jedem Level so machen. Wir müssen also immer schauen, dass wir da oben in unser Ziel da reinkommen. Und mehr ist es hier auch schon nicht. So. Nächste Trophäe. Ich glaube, 14 Trophäen hat das Ganze insgesamt. Ja, so, der darüber und jetzt können wir da unseren Wassertropfen da hinten rein in die Erde quasi und die Pflanze dementsprechend wieder zum Wachsen bringen. Also ich gehe auch mal davon aus, dass die meisten wahrscheinlich das Ganze hier schon platiniert haben, auf PS4-Version zumindest mal. Wie gesagt, die PS5-Version gibt es jetzt seit einer Woche. So, zack. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr fixe und einfache Platin. Also ich denke mal so, der ein oder andere wird wahrscheinlich dabei sein, der das Ganze noch nicht platiniert hat. Und hat vielleicht dementsprechend Lust, das Ganze jetzt nachzuholen mit mir. Moment. So. Hep. So, nächster Level abgeschlossen. Also wir bekommen nicht für jedes Level hier eine Trophäe, leider. Wäre zu schön. Ja, da hätten wir direkt hier mal 30 Trophys am Start. Aber leider ist das nicht der Fall. Nee, stopp. Moment. Ich mache gerade hier mal einen Neustart. Da habe ich einen kleinen Fehler drin gehabt jetzt. Erst den Wassertropfen darunter. So.
Ach nee, sorry, sorry, mein Fehler. Jetzt habe ich es gerade wieder. Ja, nee, doch war eben richtig, wie ich es als erstes gemacht habe. Da war es auf jeden Fall richtig. In diesem Level ist es so, dass wir die Pflanze nicht zum Wachsen bringen müssen. Yep. Das hat mich eben beim ersten Mal schon irritiert. Ich mache das Ganze hier übrigens jetzt mit der Japan-Version. Mit der EU-Version habe ich es eben schon mal einmal platiniert. Wie gesagt, ich spiele ja meistens die Spiele schon einmal auf einer anderen Version schon mal vor, damit ich zumindest mal weiß, um was es hier geht, wenn ich den Guide für euch mache. Da hat es mich eben auch schon ein bisschen irritiert. Und habe alles versucht, da die Pflanze zum Wachsen zu bringen und da hinten hoch. Aber wie gesagt, müssen wir nicht immer. So, zack. Weiter geht's. Also hier müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir die zwei Blöcke da jetzt übereinander bekommen. So, zack. Den jetzt so darüber. Dann da oben den rechten. Zack. Ja, passt. Ich glaube, ich muss mir mal, sorry, kurz den Ventilator da anmachen. So. Ach, schon besser. Es ist nämlich eine Bullenhitze heute gewesen und dementsprechend habe ich auch eine übelste Hitze hier im Zimmer. Deswegen muss ich mir mal gerade hier den Ventilator ein bisschen anschalten. So, läuft. Jetzt haben wir gleich schon 10 Level geschafft. Yep. So, jetzt müssen wir erstmal da hoch. Yep. Dann. Nee, stopp. Den. So, der geht genau da rein. So, passt. Nice. So, ich hoffe, man hört den Ventilator jetzt nicht so sehr. Aber es ist nur ein kleiner, der macht eigentlich nicht viel Lärm. Aber ohne geht's gerade echt nicht. Blub. Also ihr seht, die Wassertropfen können auch kaputt gehen. Yep. Also müssen wir erst hier lang. Und dann hier lang. Also wenn die zu tief fallen, gehen sie kaputt. Das müssen wir natürlich immer vermeiden. So, nächste Trophy, Level 11. Bloop. Bloop. So, jetzt müssen wir da hochfliegen. So, den runter, dann da
Hep. So, jetzt können wir da hoch. Also, nee, das wäre eigentlich jetzt egal gewesen. Oder? Nee, stopp, 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 stopp. Ist nicht egal. Wir müssen ja dafür sorgen, dass der Wassertropfen nicht kaputt geht. Also müssen wir uns jetzt erstmal hier einen Turm bauen. So. Nice. So, haben wir gleich schon die Hälfte. Also ihr seht, das Ganze ist wirklich, wirklich easy. Easy peasy. Gar keine große Sache hier. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass man beide Versionen halt extra kaufen muss. Aber wie gesagt, PS4-Versionen gibt es schon seit einem Jahr. Und ja, deswegen müssen wir das leider getrennt kaufen. Nice. Nächste Trophy. Ach nee, Quatsch. Ah, Mist. Nee. Ah, ich komme doch noch hin. Alles klar, hat gepasst. Nice. Gerade noch so, war noch ein Stückchen frei. Wo er stehen konnte. So, jetzt darüber. Hep. Support. Wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, den so. Den so. Glaube ich. So, den dann da drauf. Nein. Ah. Nee, doch, ist doch richtig. Passt. Nice. So, jetzt kommt wieder eine neue Sache, wie ihr seht. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Hebel, ja, um die Wände da wegzumachen. Also es kommt also immer wieder was Neues hinzu. Delivery. So, dann da oben den Schalter. Hep. So, den da durch. Da hoch.
So, den runter, dann hep. Ah ne, stopp, halt. Erst diese Kiste hier so da unten hinschieben, damit der andere da drauf fällt. Und dann gehen wir hoch. Hep. Zack. So, Schalter nochmal umlegen und jetzt passt das. Nice. Even higher. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Sonst bin ich da runtergehüpft und habe vergessen, den Schalter umzulegen. Auch gut. So. Nein. Nein. So. Ach, jetzt stürzt er da runter. So, das war eng. Da wären die Kisten fast runtergerutscht. Ging gerade noch so. Passt. So, dann hier runter. Verwandeln. Ah, ist halt immer blöd, dass wir uns da immer wieder umwandeln müssen. Also verwandeln. Zack. Um da irgendwas zu machen. Wie hier den Hebel umlegen. Zack. So, jetzt haben wir es schon gleich. Ist nicht mehr viel. Ja, sind jetzt bei 20 Minuten. Sollte eigentlich dann passen mit 25 bis 30 Minuten. Hep. So, erst hier lang. Dann hier lang. So, und bevor wir den Wassertropfen jetzt darunter stoßen, hier erst wieder aufmachen. Und jetzt erst hier. So. Jetzt passt das, würde ich sagen. So. Hey. Genau so war das. Perfekt. Nice. Musste gerade noch mal kurz selbst überlegen. Na? Na? Geht doch da hoch. Hep. So. So, den, zack.
So, den dann darüber, dann drauf springen und dann können wir den anderen da ins Loch schieben. Passt. Nice. Okay, nee, ich starte hier, ich komme hier aber nicht hoch. Jetzt bin ich kurz ein bisschen... Ach, ja, alles klar. Brille auf und sehe doch nichts. Wahnsinn. Passt. So, gleich haben wir's. Ja. So, noch zwei Level. Ich gerade mal schauen. So, dann geht das hier zu. Nee, alles klar. Okay. So, müssen wir erst hier. Zack. So, und dann da hoch. Jetzt den Hebel umlegen. Und jetzt da so rüber. Passt. So. Der letzte Level. So, den erstmal so darüber. Zack. Dann den schon mal hier rein. Dann müssen wir da hoch. Zack. So, ich denke, das sollte passen. Müssen wir nur noch den Hebel hier umlegen. Und dann können wir da hinten hoch. Und hepp, hepp, hepp. Und da haben wir es schon. Nice. Level 30. Abgeschlossen. Und da ist unsere begehrte Platin Puzzle Master. Nice. Läuft, würde ich sagen. Haben wir das Ding hier platiniert, ja, das hat jetzt wie gesagt 25 bis 30 Minuten gedauert, 30 Minuten, ja, sollte also gut hinkommen, ja, vielleicht braucht der eine oder andere ein paar Minuten länger oder weniger, wie auch immer, aber wie gesagt, eine schnelle und fixe Platin auf jeden Fall, ja, für 4,99 €, kann man ruhig mal machen, macht Spaß, wie gesagt, das Ganze hat sogar 70 Level, ja, also man kann dementsprechend auch jetzt noch ewig daran weiterspielen, ja, es geht ja nicht unbedingt nur um die Platin, ja, wer möchte, kann natürlich dann noch weiterspielen, ja.
Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, hoffe dann natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.